Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 129 von Dienstag, dem 8. Oktober 2024, im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es normalerweise jeden Dienstag um Modeling und NLP und der Podcast erscheint auf www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcast und auf den anderen üblichen Podcast-Plattformen. Und vor allem auf YouTube kannst du auch kommentieren und bekommst auch normalerweise, wenn auch oft mit ein bisschen Verzögerung, eine Antwort von mir. Damit du von dem Podcast immer erfährst, wenn der neu rauskommt und zu welchem Thema, empfehle ich dir, dass du meinen Newsletter abonnierst unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Da kommt dann immer Mitte der Woche ein kurzer Letter über das Neueste, was es aus unserer Werksküche gibt. Und am Samstag ein NLP-Essay zu irgendwelchen sehr spannenden und im Augenblick auch sehr schmackhaften NLP-Themen, wo dir bei der Lektüre sehr viel Spaß wünsche. Und heute geht es im Podcast ganz überraschend um ABC. Vielen Dank für das viele Feedback. Ich habe ja nun bei den letzten Podcasts und auch zum Teil im Newsletter sehr darum gebeten, dass ich Feedback bekomme auf den Podcast, wie das ist mit dem neuen Thema, dem neuen Aufbau, wie das auch durchaus ist mit der Audioqualität und der Länge des Podcasts. Und ich fasse es mal so zusammen. Das Hauptfeedback war: Mach grad so weiter, es ist gut. Mit einer Ausnahme. Und die hat mich wirklich erstaunt. Und zwar diese Ausnahme, die kam häufiger, war, dass das ABC des NLP vermisst wird. Und ich finde es ja wirklich lustig. Ich meine, das ABC des NLP ist eine Podcast-Folge oder sind Podcast-Folgen gewesen, die ich ursprünglich eigentlich mal aus der Not heraus geboren habe, weil es war irgendein Dienstag und mir ist einfach kein Thema eingefallen, worüber ich etwas machen könnte. Und wir hatten vorher im Seminar das Zuruf ABC gemacht. Also Zuruf ABC sieht so aus, dass ich halt für jede Ausbildungsstufe, Practitioner, Mastertrainer und Coach, habe ich ein ABC, eine ABC-Liste mit den wichtigsten Begriffen zu dieser Trainingsstufe. Und das bekommen die Leute ausgeteilt am Anfang des Trainings. Und dann machen wir das so, an im Grunde jeden Trainingstag zu Beginn lasse ich mir zwei oder drei von diesen Begriffen zurufen und erkläre sie kurz. Und das macht immer viel Freude. Und war für mich aber eigentlich mehr so aus der Stimmung auch der Gruppe geboren, dass es so viel Freude macht, weil es halt so lustig ist, wenn dann irgendjemand sich einen Begriff ausdenken darf und mir den zurufen und manchmal versuchen Leute auch Begriffe reinzumogeln, die gar nicht auf der Liste stehen und wundern sich, dass ich die Liste doch ganz gut auswendig kann. Jedenfalls aus dem Gedanken kam das heraus, ich könnte doch sowas auch mal machen für die Podcast-Folgen und so entstand dann die Idee vom ABC des NLP. Also eigentlich, wie gesagt, aus der Not und schlug ein wie eine Bombe. Also das hat mich wirklich verblüfft und verblüfft mich bis heute, dass gerade diese Podcast-Folgen so gut ankommen und so schön mein neues Konzept jetzt ist, mit dem immer ein Wort in den Mittelpunkt stellen. Ich mache ja weiter. Und von daher kommt heute vom großen ABC des NLP die 10. Folge mit den Begriffen ab Begriff Nummer 96. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesamte ABC mal irgendwo veröffentlicht habe. Ich weiß es nicht. Das ist die ABC-Liste zum Modeling Practitioner und die hat insgesamt 363 Begriffe und wir sind also jetzt heute, werden wir wahrscheinlich bis zum Begriff 100 kommen im Teil 10 dieses ABCs. Also du ahnst, dass wir durchaus Stoff auf die Art für 30 Teile haben. Und ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst, ob dieses ABC des NLP auch etwas ist, was dir Spaß macht. Dann würde ich vielleicht ab jetzt wieder so alle 6 Wochen, sage ich mal, so circa Pi mal Daumen, eine Folge hier einbauen in diese ansonstigen Einwort-Podcasts. Okay, letztes Mal haben wir geendet mit Heldenreise, Herrscher, hinzu, weg von und Hochstatus. Und heute geht es weiter mit dem Begriff Nummer 96,
Humanismus, dann kommt Humor, Hypnose, Hypnosystemik, Identifikation, Identität. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich starte mit dem Begriff Humanismus. Und der ist im NLP schon wirklich wichtig, weil NLP gehört in die Tradition der humanistischen Psychotherapie oder humanistischen Psychologie. Und das ist schon aus zwei Gründen spannend zu wissen, wenn man sowas wie NLP macht. Ich sage dazu, wenn man sowas wie NLP macht, und zwar einfach deswegen, weil die meisten anderen Methoden, also ich will nicht sagen alle, aber es ist halt so, dass eigentlich seit jetzt vor ein paar Jahrzehnten die humanistische Psychologie entwickelt worden ist, gibt es kaum noch, ich sage kaum, weil es gibt eine wichtige Ausnahme, gibt es eigentlich kaum noch Therapiemethoden, Coachingmethoden, die nicht darauf aufbauen. Und die humanistische Psychologie hat zwei Besonderheiten, von denen ist eine nach meiner Meinung rundherum positiv und die andere vielleicht ein bisschen ambivalent. Wir gucken sie uns beide an. Vom Wort her ist natürlich klar, Humanismus, da steckt irgendwie Human drin, der Mensch, also es geht irgendwie um was Menschliches. Und die Wurzeln von vom Humanismus findest du in der Renaissance, da geht das Ganze los. Und man könnte da Ideengeschichte jetzt, also durchaus auch 2 Stunden drüber reden, das mache ich aber nicht. Aber ideengeschichtlich ist das halt die Stelle in der Geschichte des Abendlandes, wo die Menschen anfingen, Gott auf Augenhöhe zu begegnen. Also nach dem Motto, hallo du Gott, du, was willst denn du da? Also ich meine, ich Mensch, du Gott, lass uns mal irgendwie Hallo sagen zueinander. So als Fußnote, ich finde es ganz spannend, in der Zeit kam auch zum ersten Mal das Wort Kreativität auf oder die Idee von Kreativsein, weil davor, also im Mittelalter, gab es die beiden Worte Kreator und Kreatur, also der Schöpfer und das Geschöpf. Und der Kreator wurde nur für Gott verwendet und die Kreatur war eben alles das, was Gott geschaffen hat. Und in der Renaissance kam plötzlich die Idee auf von Kreativität und jemand ist kreativ. Das heißt, das ist so ein Beispiel, dass in dieser Zeit Menschen anfingen, sich selbst göttliche Eigenschaften zuzuschreiben. Und auf dieser Grundlage fußt der Humanismus. Das heißt, der Humanismus stellt schon durchaus sehr den Menschen in den Mittelpunkt. Und was mit dem Humanismus verbunden ist, und das ist die rundum positive Sache, ist halt das Menschenbild des Humanismus. Und das Menschenbild sieht den Menschen erstmal als ein Wesen an, was grundsätzlich gut ist, was grundsätzlich Ressourcen hat, was grundsätzlich über alle Mittel und Möglichkeiten und Anlagen in sich verfügt, zu einem tollen Leben und Freude bringen und alles andere. Und so nach dem Motto, da brauchst du nur von außen ein bisschen Unterstützung. Vielleicht ein freundliches Umfeld und ein paar stärkende Worte vom Therapeuten. Und dann blüht das alles aus dir selbst heraus. Also wenn du dich mit NLP, Gestalttherapie, Familientherapie, systemischer Therapie und wie das alles heißt, ein bisschen beschäftigst, dann kennst du das. Das ist dieser wirklich schöne Gedanke. Alles, was du brauchst, ist hier und jetzt vorhanden. Alles, was du brauchst, ist in dir. Du bist gut, so wie du bist von deinen Anlagen. Und jetzt mach was aus dir. Ich finde das schön. Ich finde das schön. Und damit kommen wir gleich zum Nachteil. Oder besser gesagt zu der kleinen Ambivalenz. Weil an dieser Stelle könnte man sagen, dass die humanistische Psychologie, und dazu gehört eben auch NLP, also lass mich so sagen, es gibt unglaublich viele, unglaublich, sorry, wenn ich das so klar sage, dämliche Kritik am NLP von Leuten, die vom NLP einfach gar keine Ahnung haben. Das meiste davon lohnt sich kaum darauf einzugehen, weil dazu NLP fern ist. Aber es gibt ein, zwei Kritiken am NLP, die sind sehr fundiert. Und eine davon gehört an dieser Stelle rein. Und zwar ist das die Kritik, NLP negiert die Existenz des Bösen. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, da war ich selber halt noch sehr in dem Mindset der humanistischen Psychologie, bin ich zurückgezuckt und dachte mir, was ist denn das für ein Schmarrn? Also ich meine, NLP negiert die Existenz des Bösen. Es gibt doch kein Böses. Es gibt doch keine bösen Menschen. Also dieser schöne Satz von Tony Robbins oder Richard Bandler, ich weiß nicht, einer von beiden, es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur schlechte Zustände. Nee? Also wenn du in das andere Weltbild wechselst, dann würdest du sagen, es gibt durchaus schlechte, ja, es gibt sogar böse Menschen. Und
Zwei sehr wichtige Schulen, die halt diese Meinung vertreten, ist zum einen selbstverständlich in unserer Kultur das Christentum. Also das Christentum geht davon aus, dass das Böse existiert und zwar sogar in Gestalt des Teufels. Und wie ich vor vielen, vielen, vielen Jahren dann irgendwie mich doch dazu aufgerafft habe, aus der Kirche auszutreten, hatte das bei mir wirklich religiöse Gründe, so komisch das klingt. Weil kurz vorher war der neue Katechismus herausgekommen, also das Lehrbuch der katholischen Kirche. Und da ist ja offiziell die Regel, dass wenn du das nicht glaubst, was da drin steht, und zwar komplett und vollständig, dann bist du kein Katholik. Und ich habe das dann eben mir damals zu Gemüte geführt, was da so drin stand. Und habe gemerkt, dass da mehrere Sachen drin standen, wo ich damals einfach nicht mitgehen konnte. Da dachte ich mir, naja gut, wenn ich eh kein Katholik mehr bin, also wenn die mich quasi rausgeschmissen haben, dann kann ich auch offiziell gehen. Und einer der Punkte, die mich damals wirklich dazu gebracht haben, zu sagen, das ist jetzt nicht mehr meins, war genau dieser Punkt. Also das Glauben an den Teufel als Person, dass es also wirklich das personifizierte Böse gibt. Und heute würde ich dem nicht mehr ganz so leichtfertig widersprechen wie damals, obwohl es mir, ich würde heute sagen, es gibt das Böse, aber ich würde immer noch sehr zögern zu sagen, es gibt das Böse als Person. Wer mich da vor allem zum Umdenken gebracht hat, war Jordan Peterson, der kanadische Psychologe, der in mehreren seinen Videos sagt, dass in der Zeit, als er noch sehr aktiv als Psychotherapeut, Psychiater, Psychologe gearbeitet hat, Psychologe, hat er auch oft zu tun gehabt mit Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Und er meinte, seine Beobachtung ist, dass es vor allem diejenigen echt böse erwischt, die nicht an das Böse glauben. Also er meint, die Leute, die glauben, die Welt ist gut und alle Menschen sind gut, sind, wenn sie dann Kontakt bekommen mit dem Bösen, heillos überfordert. Und Jordan Peterson meinte, am schlimmsten geht es denen, die nicht für möglich gehalten haben, dass sie selbst böse sein könnten. Richtig böse. Also zum Beispiel Soldaten im Krieg, die irgendwann einfach nicht verarbeiten können, was sie selbst getan haben. Und so meint Jordan Peterson, es wäre günstig, wenn man davon ausgeht, es gibt das Böse und sich einfach mal prophylaktisch darauf vorbereitet, was man denn täte, wenn man ihm begegnen würde. Und ich finde sehr charmant eine Idee, die jetzt wiederum aus dem Christentum kommt, um damit umzugehen mit dem möglicherweise existierenden Bösen. Und zwar die christliche Idee ist ja zu sagen, es gibt gute Menschen und es gibt böse Menschen. Aber kein Mensch kann sehen, ob ein anderer Mensch gut oder böse ist. Deswegen heißt es ja auch in der Bibel, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das heißt, die biblische Idee, die christliche Idee ist, es gibt gute und böse Menschen, aber nur und einzig allein Gott kann sehen und entscheiden, ob ein Mensch ein guter oder ein böser Mensch ist. Das heißt, mit anderen Worten, die christliche Idee wäre, rechne grundsätzlich damit, dass es das Böse gibt, aber begegne jedem Menschen so, als ob er gut wäre. Für mich passt das gut auch zu der Idee, dass man so NLP machen kann, auch wenn damit NLP eigentlich nicht mehr exakt den Grundannahmen der humanistischen Psychologie entsprechen würde. Ich habe gerade gesagt, es gibt zwei wichtige Ausnahmen davon, von dieser Idee, jeder Mensch ist gut, im Grunde, im Herzen. Die eine Ausnahme, wie gesagt, ist das Christentum. Die andere Ausnahme ist die Psychoanalyse. In der Psychoanalyse gibt es den Tanner, den nicht Tanner, ich verwechsel es, ob ich es mit Avengers. Es gibt in der Psychoanalyse den Todestrieb, den Trieb zum Bösen. Und ich finde das, wie gesagt, berechtigt zu sagen, es gibt da auch manchmal Seiten oder Triebe in dir, die vielleicht nicht nur gut sind. Also wäre mein Vorschlag so als praktische Lösung, dass wir sagen, also im normalen Alltag gehen wir humanistisch vor und gehen davon aus, der Mensch ist gut, jeder Mensch ist gut, du auch natürlich, vor allem und insbesondere bist ein guter Mensch. Und wir haben alle Ressourcen in uns, die wir brauchen, damit wir uns prächtig entwickeln und wunderbar gedeihen. Aber im Hinterkopf behalten wir es einfach, die Idee, dass es möglicherweise auch das Böse gibt und dass man möglicherweise auch im gesamten Leben ein oder zwei bösen Menschen begegnen könnte. Und es ist vielleicht gut, wenn es einen nicht völlig überrascht.
sondern man es zumindest für möglich gehalten hat. Okay, das war der Begriff Nummer 96, Humanismus. Dann kommen wir jetzt zum Begriff Nummer 97, Humor. Da könnte ich mir es einfach machen und sagen, da habe ich doch einen ganzen Newsletter drüber geschrieben. Einen, nein, eine ganze Reihe habe ich über den Humor geschrieben. Und ich stehe damit in guter Tradition, weil schon Vera F. Birkenbiel hat ein ganzes Buch über den Humor geschrieben. Leider Gottes nicht ihr Bestes. Sigmund Freud hat eine Abhandlung über den Witz geschrieben. Das heißt, das Thema Humor ist eines, was in Coaching und Therapie, ich würde jetzt so gern sagen, eine große Rolle spielt, aber ich kann es leider Gottes nicht sagen, weil ich weiß, dass es viele Methoden gibt, wo es keine große Rolle spielt. Also als ich damals, 1986, angefangen habe, die Therapieszene, damals gab es noch kein Coaching, die Therapieszene in Berlin zu erforschen, auf der Suche nach irgendetwas, dem ich zutraue, mir in meinen damals eingebildeten Problemen zu helfen. Und ich zog von Mensch zu Mensch, von Therapeut zu Therapeut, von Methode zu Methode, wurde es mir ja immer grauer in Kopf und Herz, weil das war schon alles wirklich ernstes Zeug. Also wirklich schlimm ernst. Also gelacht hat da ehrlich gesagt keiner. Das war wirklich grausig. Und ich glaube, das war auch einer der ganz wichtigen Gründe, warum ich am Ende beim NLP dann geblieben bin, weil das war lustig. Da konnte man lachen. Da war gute Laune und da war gute Stimmung. Und das war, als ob die Sonne durch die Wolken bricht und plötzlich wird's hell. Und mir hat mal Jahre später, hat mir mal irgendeine Frau Teilnehmerin gesagt, sie hat auch Psychoanalyse probiert und es schien ihr so, als ob die Analytiker wären wie Penner, die im Mülleimer der Vergangenheit nach irgendwelchem Dreck wühlen. Ich finde, das ist eine harte Formulierung, aber ich verstehe, dass einem so eine Formulierung rausrutscht, weil Spaß macht das nicht. Es kam dann irgendwann sogar auf Lachtherapie. Inzwischen gibt es ja auch Lachyoga. Lachtherapie ist so der Gedanke, über welches deiner Traumen möchtest du heute lachen? Also NLP. Und das geht ganz stark auf Bandler zurück. NLP funktioniert nicht ohne Humor. Und wenn man noch eine Generation zurückgeht, also nach allem, was ich weiß, hat Virginia Satir auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass es bei ihr lustig zugeht. Sie meinte mal irgendwann, es gäbe Leute, die glauben, dass Veränderungsarbeit ein ernstes und trauriges Geschäft ist. Sie wäre eben anderer Meinung. Nach allem, was ich weiß, war auch bei Milton Erickson und bei Fritz Perls so, dass es nicht die ganze Zeit bierernst und todtraurig zuging. Das ist schon wichtig. Und Humor ist wirklich im NLP, das läuft quasi in der Kategorie NLP-Standardressource. So nach dem Motto, wenn du nicht weißt, was du hinzufügen sollst zu einem Problemstate, dann nimm einfach mal Humor. Weil Humor unglaublich viele positive Wirkungen hat. Also ich deute jetzt nur ganz kurz an die körperlichen Wirkungen, die beginnen von simpler Massage durch die Zwerchfellbewegungen und die Atemvertiefung, die passiert und die Muskelkontraktionen, alles das ist es also körperlich schon mal sehr wohltuend zu lachen und hormonell auch so weiter tut sich da einiges. Glückshormone und alles das. Aber noch spannender, vor allem für die Veränderungsarbeit, ist natürlich, was Humor eigentlich in Geist und Seele macht. Und meine erste Begegnung mit Humor als Therapeutikum war in einem Buch von Paul Watzlawick, wo ich den Hinweis gefunden habe, dass im Grunde jede Diktatur, die es gab, hatte in ihrer Geheimpolizei eine eigene Abteilung, die Witze gesammelt hat. Also Watzlawick bringt als Beispiel Nationalsozialisten, dass es bei der Gestapo wirklich Leute gab, die sich um Witze gekümmert haben und dann auch bisweilen mal jemanden einkassiert haben, der Witze erzählt hat. Du weißt es vermutlich auch aus DDR und Sowjetunion, all diesen Ländern, wo das genauso war. Und Watzlawick beschreibt halt, warum. Und er sagt, solange sie Angst haben vor dir, ist alles in Ordnung. Aber sobald sie anfangen, über dich zu lachen, dann wird es für dich als Diktator gefährlich. Weil Lachen, also wirklich ein echtes, befreites Lachen, geht nicht gleichzeitig mit Angst. Das ist nicht möglich. Also entweder du lachst oder ich rede jetzt nicht von diesem nervösen Übersprungslachen. Das ist nicht wirklich ein echtes Lachen. Ich rede von einem wirklich echten, befreiten Lachen. Und das geht nicht, wenn du gleichzeitig Angst hast. Das heißt, so wie auch bei des Kaisers neue Kleider, als der Junge irgendwann ruft, der Kaiser ist nackt und dann
fängt das ganze Volk an zu lachen. Und von daher, ich verstehe das schon, dass das einem ordentlichen Diktator ganz schön auf die Ketten geht, wenn die Leute anfangen, dich nicht mehr ernst zu nehmen, wenn sie anfangen, über dich zu lachen. Von daher ist so diese Subversive, diese Meme-Kultur und alles das, was es gibt, dieses Witze machen über irgendetwas, das ist schon wirklich sehr spannend. Das ist revolutionär, das ist aufmüpfig, das ist befreiend, das Ganze. Also Humor ist so gut und so gesund, es baut Stress ab, es macht kreativ, es löst die Angst und von daher für mich ist, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist für mich eigentlich eine NLP-Sitzung und auch ein NLP-Seminar ohne Humor wirklich nicht denkbar. Und ich glaube, das haben wir auch Frau Birkmiel zu verdanken, dass, also ich finde, dass man sich heute als zahlender Kunde eigentlich auf keine Weiterbildung, auf kein Seminar einlassen sollte, wo nicht herzlich gelacht wird. Das gehört inzwischen einfach dazu. Und es mag vielleicht ein bisschen Mühe machen für den, der dann lustig sein soll, muss, will, darf, sowas in der Richtung. Weil es, ich habe darüber auch einen Podcast gemacht mit dem Jürgen Engel damals zusammen, dem Gestalttherapeuten, ist ein Zeitgeist gewesen. Da redeten wir über Emotionen, über Gefühle und auch über Erwünschte und Unerwünschte und haben ein bisschen auch betrachtet die Stelle. Also wenn du dir mal anguckst, irgendwelche Listen, die 100 besten Filme aller Zeiten oder die Filme, die den Oscar für den besten Film gewonnen haben, da wirst du merken, also so übertrieben viele Komödien sind da jetzt nicht drin. Manchmal findet man da drin ein oder zwei Charlie Chaplin Filme, wo man auch sagen muss, na ja, ob das jetzt wirklich Humor ist, dann ist oft drin und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist im Grunde der einzig komische Film, der es geschafft hat auf die Liste der großen Filme. Und ansonsten eine Tragödie, ein Drama, Krimi, Kriegsfilm, sowas nach dem anderen. Selbst Horrorfilme findest du da mehr als Komödien. Das heißt, es ist viel einfacher, Leuten schlechte Gefühle zu machen, als Leuten gute Gefühle zu machen. Und was auch merkwürdig ist, denk dir mal die großen Kunstwerke, also große Filme, große Dramen, große Romane, große Musikstücke, große Gemälde. Und dann überleg dir, wie viele davon fallen eher ins lustige Fach und wie viele davon fallen ins ernste Fach. Ich meine, Shakespeare hat Komödien geschrieben und die sind großartig, aber die meisten Leute würden wahrscheinlich eher seine Dramen unter die ganz großen Werke zählen. Und das ist auch ein Grund, warum ich den Faust von Goethe so mag, weil im Faust gibt es so viele wirklich brüllend lustige Szenen. Also meine beiden Liebsten sind da, wo Faust und Mephisto zu Marthes Schwertlein kommen und sie begrüßen mit dem schönen Satz, ihr Mann ist tot und lässt sie grüßen. Das gefällt mir. Oder die eine Stelle, wo Faust sauer wird und zu Mephisto sagt, du Dreckgeburt, du Spottgeburt aus Dreck und Feuer. Also ich finde, da merkt man schon, oder dieser herrliche Dialog, wo sich Mephisto am Anfang in den Fa als Faust verkleidet und dem Studenten die ganzen Studienfächer erklärt, das ist im Grunde pure Comedy. Das heißt, Goethe hat es im Faust wirklich geschafft, in eine Tragödie, und das Stück ist echt tief traurig, in eine Tragödie genügend Lustiges einzubauen. Das ist auch eine Sache, die mir wirklich gut gefällt an Bollywood, also an indischen Filmen. Die indische Filmphilosophie ist wohl so, dass ein guter Film alle Emotionen enthält. Und drum hast du da in diesen indischen Filmen, die ja normalerweise tief traurig sind und so richtig an die Tränendrüse gehen, hast du normalerweise immer auch ein oder zwei komische Nebenfiguren, die dienen der Entspannung. Und ich habe mir von da den Trick übernommen für Storycode, also die von mir entwickelte Methode, wo es darum geht, das eigene Leben als Heldenreise zu erzählen. Da geht es ja auch darum, richtig reinzugreifen in die Kitschkiste und also ganz tiefe Emotionen, tief traurig und berührt und tränenschwer zu präsentieren, weil dadurch eben Veränderung entsteht. Und das hält ja kaum einer aus, so viel, so tiefe Emotionen. Und drum ist es besser, dass ich nicht die Emotionen verringere und das Ganze flach halte, sondern dass ich extra tiefe Emotionen nehme, aber auch da sozusagen das Element der komischen Nebenfigur einbaue, weil die halt, wie gesagt, entspannt, die baut Stress ab, die macht kreativ und lässt den Prozess flutschen, weil Humor
kommt vom lateinischen Wort für Feuchtigkeit und mit Humor flutscht es. Wobei ich muss jetzt doch kurz dazu sagen, wieso Humor Feuchtigkeit heißt. Das kommt von der antiken Säftelehre. Die waren der Meinung, dass die Gesundheit eines Menschen davon abhängt, dass die Körpersäfte, also Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle, dass die vier Körpersäfte im richtigen Gleichgewicht sind. Und wenn die halt nicht im Gleichgewicht waren, dann wurde entsprechend korrigiert. Zum Beispiel, das berühmteste Beispiel ist der Aderlass, dass man halt ein bisschen Blut abgezapft hat. Und aus dieser Säftelehre kommt dann halt auch der Begriff Humor und heißt ursprünglich eigentlich nur sowas wie Stimmung. Also die Frau Birkenbiel fängt ihren Humorvortrag an, indem sie versucht, das Lied In the Mood vorzusingen, klopfen, tanzen, wie auch immer. Mut, Stimmung, Humor, das ist, worum es geht. Ich habe auch Newsletter geschrieben. Ich glaube, ich werde die unter dem Podcast verlinken, wo ich eine kleine Anleitung eingebaut habe, wie man Witze baut. Weil ein uneingelöstes Versprechen von Frau Birkenbiel, was ich selbst auch leider Gottes bis heute nicht habe geschafft einzulösen, sie hatte in ihren Seminaren immer wieder mal angedeutet, versprochen, dass sie einem beibringen könne, eigene Probleme wie Witze zu betrachten, sodass man über eigene Probleme lachen kann. Und das klingt natürlich großartig. Und sie hat behauptet, sie hätte es vollbracht. Ich glaube, das war ihr Ausdruck von Hoffnung. Also, wie ich sie erinnere, ist es ihr selbst auch nicht immer leicht gefallen, ihre eigenen Probleme als Witz zu betrachten. Ich habe das selbst dann auch mal versucht, mit dem Modeling die Struktur von Humor, die Struktur von Witzen und sie auf das Problem zu übertragen. Es ist mir auch nicht gänzlich gelungen. Das Dumme dabei ist, dass nach allem, was ich weiß, bis heute niemand wirklich erklären kann, was eigentlich komisch ist, was eigentlich lustig ist, wodurch eigentlich Humor entsteht. Also die Formel, wie man Witze schreibt, die wird immer noch gesucht. Und wenn du dich mit den Profis beschäftigst, mit den Witzeschreibern, zum Beispiel für Comedy oder für irgendwelche Fernsehshows, es gibt ja Leute, die machen das hauptberuflich, dass sie lustige Sachen schreiben. Die sagen alle, dass sie die gleiche Methode anwenden. Und zwar, sie konsumieren unglaublich viel lustiges Zeug, also lesen halt einfach unglaublich viele Witze, Komödien, ähnliche Sachen. Und dann kriegt das Gehirn irgendwie hin, daraus ein Muster zu destillieren, als unbewusste Kompetenz. Und dadurch entsteht da wieder neuer Humor. Das Gleiche ist, dass, wenn du mal guckst, die allermeisten Witze, die allermeisten lustigen Sachen sind Variationen von irgendwas, was es schon gibt. Und es gibt eine Reihe von Witzen. Die gibt es im Grunde seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden. Und drum wirken die auch noch. Aber so als Formel, so baut man einen Witz, gibt es meines Wissens nichts. Und von daher, man kann natürlich. Das wäre so Tony Robbins transformatorisches Vokabular. Es gibt ein paar Methoden, wie man sein eigenes Problem etwas lustiger darstellen kann, zum Beispiel über übertriebenen Sprachgebrauch und sowas, als dass man halt ein paar krasse Worte einbaut. Aber dieses Grundversprechen von Frau Birkenbiel, dass man die Struktur des Problems in die Struktur eines Witzes überträgt, das wäre noch da. Also der Nobelpreis ist noch nicht vergeben. Da könntest du dich dafür bewerben. Und das war jetzt das Thema Humor. Ja, heute wird es wieder ein einstündiger Podcast. Ich hoffe, das freut dich. Das war auch ein Feedback von einer Reihe von Leuten, die meinten, ja, das wäre schon schön mit den neuen Podcasts, aber die sind alle so kurz und es dürfte manchmal länger sein. Wir kommen zum Begriff 98, Hypnose. Und ich packe den gleich mit dem Begriff 99, Hypnosystemik in eins und mache den Doppelbegriff 98, 99, Hypnose, Hypnosystemik. Ist auch wichtig im NLP. Ich meine, diese 300 noch was Begriffe aus der NLP-Praktitioner-Liste sind logischerweise wichtig im NLP, darum stehen sie ja noch auf dieser Liste. Aber Hypnose ist jetzt besonders, besonders wichtig und zwar einfach deswegen, Bandler und Grinder, wie sie NLP entwickelt haben, hatten ja angefangen, Fritz Perls posthum zu modellieren und daraus etwas zu entwickeln und sind dann in Kontakt gekommen mit Virginia Satir und haben dann weiterentwickelt und haben sich darüber mehr und mehr Ruhm erworben, was dazu führte, dass dann angeblich Gregory Bateson dafür gesorgt hat, dass die beiden am Ende sogar noch Milton Erickson kennenlernen konnten. Ich glaube, nur ein paar Monate vor seinem Tod. Also die haben sozusagen das letzte Verglühen von Milton Erickson dann erlebt. Und
Milton Erickson muss eine unglaubliche, unfassbare Urgewalt gewesen sein. Also ich kenne niemanden, der Milton Erickson mal irgendwann persönlich erlebt hat, der nicht heute immer noch schockiert ist von dem, was er da erlebt hat. Und genauso ging es wohl Bernd Longrinder. Das heißt, das, was sie bei Erickson erlebt haben, hat wohl ihr gesamtes Konzept von dem, was sie gemacht haben, komplett auf den Kopf gestellt. Und sie haben mit der NLP einmal überarbeitet und neu erfunden. Und damit im Grunde das entwickelt, was heute als NLP läuft. Und von daher kann man sagen, wenn man NLP irgendwo einsortieren wollte, dann wäre es ein Abkömmling der Hypnotherapie nach Milton Erickson. Da müsste man es einsortieren. Das heißt, du kannst im Grunde sagen, NLP ist Hypnose. Und ich war mehrmals bei Gunter Schmidt. Ich finde, Gunter Schmidt ist der deutsche Milton Erickson, der deutsche Hypnosepapst. Also wenn du in Deutschland dich mit Hypnose beschäftigen willst, wäre mein Tipp, lern Gunter Schmidt kennen. Und wenn es schwierig ist, ihn, weil er inzwischen auch ein ordentliches Alter erreicht hat, wenn es schwierig ist, ihn persönlich kennenzulernen, ich glaube, es gibt niemand anderen, der so unfassbar viele Videos und Audios produziert hat wie Gunter Schmidt. Also mehrere komplette Hypnose-Ausbildungen, hypnosystemische Coach-Ausbildungen findest du komplett auf Video inklusive Demos, also ein Schatz ohne Ende. Und das heißt, wenn du nicht mehr an Gunter Schmidt selber rankommst, dann gönn dir so eine Aufzeichnung. Es ist für mich einfach die Benchmark, der Goldstandard für das, was Hypnose ist. Und in einem der Seminare, wo ich bei Gunter Schmidt war, hat er einen ziemlich coolen Satz gesagt. Und zwar meinte er, die NLPler, ja, die würden ja zu 90% auch das machen, was er da jetzt in Hypnosystemik macht. Und da dachte ich mir, ach, da schau her. Ich meine, Schnittmenge ist Schnittmenge. Das heißt, du machst auch zu 90%, was die NLPler machen, weil Gunter Schmidt manchmal sich ein bisschen vom NLP absetzen möchte. Dann aber im nächsten Satz wieder sagt, dass Robert Dilts einer seiner besten Freunde ist. Also das gehört alles schon einfach irgendwie zusammen. Und bei Bernd Isert im Metaforum, also jetzt unter anderem ja weitergeführt von Gunter Schmidt, das Metaforum, taucht dann eben Gunter Schmidt auf und häufig auch noch Stephen Gilligan und solche Leute. Also die NLP-Szene und die Hypnose-Szene sind sehr eng miteinander verbandelt. Und nachdem ich jetzt darüber lange geredet habe, steht noch die Frage im Raum, ja, was um Gottes Willen ist denn eigentlich Hypnose? Und da ist das Lustige, nach allem, was ich weiß, gibt es dafür keine allgemein anerkannte Definition, sondern jeder, der es macht, hat seine eigene Definition. Ich glaube, die Definition, auf die sich viele einigen können, ist, Hypnose ist ein veränderter Bewusstseinszustand, aber natürlich die NLP-Frage sofort verändert im Vergleich wozu. Und meine persönliche Lieblingsdefinition, wobei man müsste auch noch zwischen Hypnose und Trance unterscheiden, da kann man sagen, Hypnose ist der Prozess, der dann zu Trance führt, wie immer man das sehen mag. Es gibt eine Definition von Gunter Schmidt, mit der ich sehr gut arbeiten kann, und zwar sagt Gunter Schmidt, Hypnose ist Aufmerksamkeitsfokussierung. Und das finde ich sehr praktikabel. Das heißt jetzt mal ganz billig gesagt, wenn der Bühnenhypnotiseur, so den, wie man sich so vorstellt von vor 100 Jahren, wenn der so die Pendeluhr vor deinen Augen so ticke-tacke nach links und rechts schwenken lässt und bitte gucken Sie genau auf diese schwingende Uhr, dann tut er ja nichts anderes, als deine Aufmerksamkeit eben auf diese Uhr, die da schwingt, zu fokussieren. Und ich finde es mit der Aufmerksamkeitsfokussierung deswegen ganz spannend, weil Hypnose ist ja doch durchaus ein Alltagsphänomen. Und Gunter Schmidt spricht ja auch sehr gerne zum Beispiel von der Problemhypnose. Und das erklärt dann nicht sehr schön. Problemhypnose wäre dann, wenn du ein Problem hast und deine Aufmerksamkeit einfach nicht von diesem Problem wegbekommst. Wenn du zum Beispiel irgendeinen Kummer hast und immer an diesen Kummer denkst, wenn du irgendeinen Schmerz hast und immer auf diesen Schmerz fokussiert bist, wenn du irgendeine Sorge auf die Zukunft hast und einfach deine Aufmerksamkeit nicht von diesem zukünftigen Augenblick wegbekommst, dann bist du in einer Problemtrance nach Gunter Schmidt. Und von daher wäre nach Gunter Schmidt in dem Fall der erste Schritt zur Auflösung der Problemtrance das Umfokussieren, dass du einfach lernst, deine Aufmerksamkeit woanders hinzurichten. Und das finde ich ganz großartig. Eine andere Art von Trancezuständen, die zu definieren, habe ich in meiner eigenen NLP-Ausbildung gelernt. Da haben wir gelernt, dass wenn es einem gelingt, eine Halluzination auf zwei Sinneskanälen gleichzeitig zu erleben, wäre man im tiefstmöglichen Trancezustand. Das hat niemand von uns geglaubt, weil es bedeutet quasi, wenn du dir innerlich eine Rose siehst und ihren Duft dir vorstellen kannst oder du innerlich eine Rose siehst und spürst dieses
bestimmte seidige Gefühl der Rosenblätter zwischen den Fingern, ja, dann wärst du ja schon im tiefstmöglichen Trancezustand. Und nachdem das ja so brachial simpel ist, sich irgendwas innerlich auf zwei Sinneskanälen vorzustellen, haben wir das wirklich nicht geglaubt, aber irgendjemand hat das scheinbar mal so benannt, dass das der tiefste Trancezustand ist, wenn du dir zwei Sinneskanäle gleichzeitig etwas halluzinieren kannst. Merk dir einfach, NLP ist Hypnose und ich sage das oft in meinen Ausbildungen. Wenn wir zum Beispiel Reimprinting oder sowas machen und ich auf irgendeine Stelle des Bodens deute und dann sage, stell dir mal vor, dass hier dein Papa, deine Mama, dein Bruder, deine Oma steht oder irgendjemand, mit dem du mal was signifikant Emotionales ereignet sich hatte in deinem Leben und da steht der und guckt den mal an und dann gucken die Leute dahin und dann fangen die an, damit zu reden und dann weise ich manchmal darauf hin, ihr seht schon alle, dass da nichts ist, oder? Da ist jetzt einfach Boden und Luft. Oder wenn wir dann mit leeren Stühlen reden, weil wir auf den Stuhl irgendeine Persönlichkeitsheit setzen und mit dem dann reden. Und dann gibt es bestimmte Bodenanker und kaum nimmt man so einen Bodenanker ein, verändert sich die ganze Physiologie. Also wenn man das von außen sieht, dann glaube ich, muss man niemandem erklären, dass NLP Hypnose ist. Und Hypnosystemik, der Begriff 99, das ist ganz simpel Hypnose nach Gunther Schmidt. Das heißt, Gunther Schmidt hat ja gelernt bei Milton Erickson. Und ich finde das ganz lustig, weil Milton Erickson war wohl Handlungstyp. Gunther Schmidt ist definitiv Beziehungstyp. Und von daher hat Gunther Schmidt aus der Hypnose von Milton Erickson im Handlungsbereich die Hypnosystemik gemacht. Das heißt, er hat die Hypnose in den Beziehungsbereich mit rübergezogen. Und das finde ich auch ganz großartig. Ansonsten, was mir bei Gunther Schmidt sehr gut gefällt, ist, dass er nur ganz, ganz, ganz selten das macht, was man so klassischerweise unter Hypnose versteht, also dass irgendjemand quasi einschläft und dann ganz weit weg ist, sondern es wirkt bei ihm fast immer wie ein normales Gespräch. Aber wenn du genau guckst, stellst du fest, boah, da sind wir ganz weit weg. Und damit kommen wir zum Begriff 100, die Identifikation. Identifikation ist ein Begriff, lass ihn dir mal in zwei, drei Möglichkeiten erzählen. Also, der steht hier im Zusammenhang mit dem Begriff 103 der Imitation. Das sind zwei Begriffe, die bei Frau Birkenbiel im Lernen eine große Rolle spielen, Identifikation und Imitation. Es ist klar, dass in beiden Fällen brauchst du jemand oder etwas anderes, mit dem du dich identifizieren oder was du imitieren kannst. Und es sind zwei verschiedene Arten des Lernens. Und die Heldenreise ist ja, hat ja im letzten ABC-Podcast, da war es die Nummer 92, die Heldenreise spielt ja in meiner Arbeit eine große Rolle und die Heldenreise spielt in unserer Kultur eine große Rolle. Die Heldenreise spielt auf der ganzen Welt eine große Rolle, weil es einfach echt wichtig ist, ey. Und es gibt, also die Idee von Joseph Campbell war ja, habe ich glaube ich im letzten ABC-Teil gesagt, die Idee von Joseph Campbell war ja, dass alle Geschichten, die alle Menschen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten erzählt haben, im Grunde immer die eine gleiche selbige Geschichte war, die eine Geschichte, der eine Mythos, und das nannte er Monomythos. Dem stimme ich ehrlich gesagt nicht zu, weil ich glaube, es gibt zwei Grundgeschichten. Die eine Geschichte, von der Joseph Campbell redet, die Heldenreise, das ist die Identifikationsgeschichte. Und da kam ich drauf, als ich in einem nicht empfehlenswerten Buch über Filmkunst, hat der Autor sich abfällig geäußert über das Identifikationskino Hollywoods. Und da dachte ich mir, besser kann man es gar nicht ausdrücken. Identifikationskino heißt, du guckst dir einen Film an und du bist der Held auf der Leinwand oder die Heldin. Ich glaube, an dieser Stelle macht es keinen Unterschied, ob es Mann oder Frau ist, weil ich kann mich als Mann, wenn ich einen Film sehe, mit einer Heldin, mit der identifizieren. Und ich glaube, andersrum geht das auch. Man braucht da halt einfach irgendeine Figur, mit der man sich identifiziert. Und dann bist du das. Dann erlebst du die Geschichte, dann erlebst du den Film aus deren Augen. Das ist die Identifikation. Das heißt, du wirst zu dem anderen. Also es hat mit Assoziation zu tun. Und das spielt natürlich, wenn wir die Psyche des Menschen betrachten, unter dem Modell der logischen Ebenen, auf Ebene 6 Zugehörigkeit eine große Rolle, mit dem du dich identifizierst. Also es fängt normalerweise an, Default Option ist erstmal Eltern, Familie,
Freundeskreis, Mentoren, Peer Group und sowas in der Art. Damit identifiziert man sich. Und in den Archetypen entspricht das dann dem Archetyp der Liebenden. Archetyp der Liebenden ist Lernen über Identifikation. Und wenn wir es heute bis zum Begriff Nummer 103 schaffen, wäre der Archetyp der großen Mutter Lernen über Imitation. Also in beiden Fällen brauchst du eine emotionale Kopplung. Du musst das schon irgendwie gut finden, was der, die das andere macht, sonst gäbe es ja keinen Grund für Identifikation oder Imitation. Aber bei Identifikation verschwindest du, da bist du dann selber nicht mehr da, während du bei Imitation noch da bist und halt bewusst nachmachst. Das und so, ganz andere Sachen sind das, sowas wie Analyse zum Beispiel. Das heißt, es sind schon zwei Qualitäten, die sich lohnen zu erarbeiten, gerade wenn du bewusst zum Beispiel mit Mentoren und Vorbildern arbeiten willst, da wäre es eine gute Idee zu lernen, sich zu identifizieren. Genau, es gibt natürlich noch die Überidentifikation nach Alfred Adler. Das ist, wenn du dich mit irgendwelchem Zeug gleichsetzt, was du gar nicht bist. Zum Beispiel ist es so, dass viele Deutsche sich mit ihrem Auto identifizieren und dann fragst du den, wo hast denn du geparkt? Dann sagen die, ich stehe da hinten. Und wenn dann das Auto einen Unfall hatte, sagen die, mir hat jemand einen Kratzer reingemacht. Das ist natürlich Quatsch. Und genauso ist es Quatsch, wenn du dich mit zum Beispiel Inhalten auf deinen unteren logischen Ebenen oder bis Ebene 4 identifizierst. Also wenn sich zum Beispiel jemand mit seinen eigenen Ideen identifiziert, dann ist das schwierig, weil nehmen wir an, das ist jemand und der erzählt einfach eine wirklich beknackte Idee. Und du würdest jetzt gerne die Idee kritisieren, weil du die beknackt findest, aber der identifiziert sich mit seiner Idee, dann bedeutet das, dass dieser Mensch deine Kritik an seiner Idee als Kritik an sich selbst hört, weil er sich halt mit der Idee identifiziert. Und das ist halt ein bisschen schwierig, mit solchen Leuten zu reden. Und der Begriff Nummer 101 ist jetzt natürlich, ist es ja ein ABC, darum kommen die oft so als ähnliche Begriffe nacheinander, ist dann der Begriff der Identität. Und der steht da vor allem deswegen drin, weil das ja der ist, der bei Robert Dills auf der logischen Ebene 5 steht. Also auf der fünften Ebene steht bei Dills Identität. Und den habe ich ja geändert, den Begriff. Nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern weil ich ihn an dieser Stelle irgendwie sinnlos fand. Denn identisch ist etwas, was es selber ist. Also Philosophie seit 2.500 Jahren. Identisch ist ein Ding nur mit sich selbst. Und nachdem es da keine Alternative gibt, also Bandler meinte auch mal zu Leuten, die zu ihm sagen, sei einfach du selbst, meinte er, was habe ich denn für eine Alternative? Aber was kann ich denn sonst sein? Es ist ein No-Brainer. Du bist mit dir automatisch identisch. Also es gab für mich irgendwie nicht richtig Sinn, da mit dem Wort Identität zu arbeiten. Deswegen habe ich das geändert in das Wort Selbstbild. Mit der Idee, die Ebene 5 sind deine Glaubenssätze über dich selbst. Die Ebene 5 ist so, wie du dich selbst siehst. Und wahrscheinlich kennst du das, was im Grunde jeder Mensch kennt, dass du manchmal über dich selber staunst und dir sagst, ja, so habe ich mich ja noch nie erlebt. Also das kannte ich gar nicht von mir. Und das sind so Stellen, wo sich das Selbstbild ändert. Aber wenn das Identität wäre, im Sinne ein, du bist so, wie du bist, ja, dann kann sich da ja oben nichts ändern, weil du bist ja immer mit dir selber identisch. Also ich finde das Wort Selbstbild da besser. Und einer meiner Lehrer meinte mal, wenn du glaubst, du hast kein Problem mehr, fang einfach eine Beziehung an. Und aus derselben Quelle stammt auch der Satz, häng dir das Bild deines ärgsten Feindes an die Wand und danke ihm täglich für das, was er in dir auslöst. Denn das meint die Beobachtung, dass häufig, wenn du mit anderen Leuten in Kontakt trittst, also quasi Beziehungsbereich, und es gerade ein emotionaler Kontakt ist, dann schaffen das diese anderen Leute oft, im Guten wie im Schlechten, Seiten in dir zu aktivieren und in dir hervorzurufen, die du noch gar nicht kanntest, die da vielleicht immer schon waren, aber so hast du dich wirklich noch nicht erlebt. Und das wäre dann immer so eine Möglichkeit, das Selbstbild zu aktualisieren. Deswegen finde ich das Wort Selbstbild schöner. Oder manchmal rede ich auch nur von Selbst, wenn es um das dissoziierte Selbst geht. Aber das beste Wort wäre Selbstbild. Und von daher ist mein Vorschlag, dass du in deinen logischen Ebenen oder neurologischen Ebenen oder Ebenen des NLP auf Ebene 5 das Wort Identität durchstreichst und das Wort Selbstbild hinschreibst. Damit kommen wir zum Begriff Nummer 102.
Und das ist ein Begriff, über den es, glaube ich, auf der Edomantikus-Plattform 5 bis 10 Stunden Videomaterial gibt, weil das ist der Begriff ILP, integrierte lösungsorientierte Psychologie, manchmal auch integrierte lösungsorientierte Psychotherapie genannt. Das ist die Methode von Dietmar Friedmann. Und die ILP steht ja in dem Jablonski-Straße NLP ja sowas von krass wichtig mit im Zentrum, im Mittelpunkt, dass manche schon glauben, das wäre ja fast NLP, aber es ist genau andersrum. NLP ist ein Teil davon. Das heißt, ILP ist der größere Ausschnitt der Welt als NLP. Und da kann ich auch verweisen auf, und hoffentlich denke ich dran, einen Link zu setzen unter dem Podcast, da kann ich auch verweisen auf ganz viel Material, was es dazu in Podcasts und Webinaren gibt von mir und anderen Leuten aus der Jablonski-Straße, was dieses ILP eigentlich ist. Es ist kurz gesagt die Kombination von 5 anderen Modellen. Das Modell, was in der Mitte steht und das ILP zusammenhält, ist das Psychografie-Dreieck, dieses Dreieck mit Beziehungs-, Erkenntnis- und Handlungs-, und jetzt ist die Frage, wie das Wort weitergeht. Wenn es Beziehungs-, Erkenntnis- und Handlungstyp ist, dann ist es die Psychografie, weil die Psychografie kümmert sich um die Typen, also was eine Person für einer ist, während sich ILP kümmert sich um den Beziehungs-, Erkenntnis- und Handlungsbereich. Das heißt, ILP ist die Lehre von den 3 Bereichen. Und was am ILP so wirklich umstürzend genial ist. Und deswegen würde ich Dietmar Friedmann wirklich unter die ganz, ganz, ganz großen Köpfe, Geister, Herzen, Seelen rechnen, des Veränderungs- und Entwicklungsbusiness. Der Mann ist wirklich großartig. Ich bin sehr froh, dass ich ihn noch kennengelernt habe und mit ihm auch noch einiges an Kontakt hatte. Dietmar Friedmann hat, ich finde, so klar wie kein anderer beschrieben, dass diese 3 Bereiche wirklich 3 verschiedene Welten sind. Er bringt in einem seiner Bücher dazu eine Erklärung von Fritz Perls. Und Fritz Perls meinte wohl mal, so wie unser Körper bestimmte Organe für bestimmte Aufgaben entwickelt, das Auge, die Lunge, die Leber, das Blut, die Haut und sowas in der Richtung. So meinte wohl Fritz Perls, würde auch unsere Seele bestimmte Organe entwickeln für bestimmte seelische Aufgaben. Und das ILP baut darauf auf und sagt, es gibt halt zum Beispiel sowas wie Kopf, Hirn und Herz. Nein. Sowas wie Herz, Hirn und Hand, jetzt habe ich mich geirrt. Oder das wahre, gute und schöne. Oder Liebe, Erkenntnis und Ordnung. Das sind eben so Grundprinzipien des Lebens, die zu Beziehungs-, Erkenntnis- und Handlungsbereich gehören. Und das wirklich brillante, geniale, unfassbare an der ILP ist die Entdeckung von Dietmar Friedmann. Ich glaube, es ist wirklich, wirklich seine Entdeckung, dass es für jeden von diesen 3 Bereichen eine eigene Methode gibt, um mit den Themen dieses Bereichs umzugehen. Und die Methode für den Beziehungsbereich ist systemisch-energetisches Arbeiten. Da geht es vor allem um Aufstellungsarbeit. Die Methode des Erkenntnisbereichs ist NLP, auch bei Dietmar Friedmann. Und die Methode des Handlungsbereichs ist SFBT, Solution Focus Brief Therapy. Das ist die Methode von Steve DeShazer und Inso Kimberg. Und zu wissen, dass das klassische NLP die Methode des Erkenntnisbereichs ist und hervorragend passt für Themen des Erkenntnisbereichs und im Grunde gar nicht wirklich gut passt für Themen des Handlungs- und Beziehungsbereichs, war für mich eine Offenbarung. Das heißt, ILP hat 2 große Versprechen, auf die ich wirklich nicht mehr verzichten wollte. Das eine ist, dass du mit ILP imstande bist, bestimmte Themen den Bereichen zuzuordnen. Das heißt, du kannst mit ILP bei einem Thema sagen, das ist ein Beziehungsbereichsthema, das ist ein Erkenntnisbereichsthema, das ist ein Handlungsbereichsthema. Oder noch geschickter, so machen wir es in der Coaching-Ausbildung, da üben wir, dass wir jedes beliebige Thema einmal im Beziehungsbereich formulieren, einmal im Erkenntnisbereich und einmal im Handlungsbereich formulieren und danach gucken, welche von diesen 3 Formulierungen, welche von diesen 3 Beschreibungen, Modellen, Landkarten am besten funktioniert im Sinne von, da kommen wir Richtung Lösung. Und in dem Augenblick, wo ich dann mich entschieden habe, in welchem der 3 Bereiche ich das Thema abbilden will, ist das wirklich coole an der ILP.
dass ich dann auch sofort die Methode des Bereichs nehmen kann, also systemisch-energetisch im Bedienungsbereich, NLP im Erkenntnisbereich und SFPT im Handlungsbereich. Und plötzlich macht es Flutsch und die ganzen Themen sind lösbar. Und ist denn das nicht großartig, wie einfach die Welt sein kann, wenn man die passende Methode für das passende Thema nimmt? Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, wonach Psychotherapie scheinbar ziemlich stabil eine Erfolgsquote von 30% hat. Das heißt, in einem Drittel der Fälle ist Psychotherapie großartig und hilft den Leuten wirklich. In einem Drittel der Fälle war es nett, also nicht wirklich Zeitverschwendung, aber als auch nicht wirklich so extrem umstürzend, sondern einfach schöne Gespräche, Dankeschön. Und in einem Drittel der Fälle war es gar keine gute Idee. Und das Lustige ist, das passt exakt zum ILP-Dreieck, weil du kannst davon ausgehen, dass jemand, der ILP nicht kennt, wird wahrscheinlich immer nur in einem Bereich arbeiten. Das heißt, Leute, die gerne systemisch-energetisch arbeiten, arbeiten einfach immer systemisch-energetisch. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Jemand kommt und hat zufällig das Thema wirklich in diesem Bereich, der macht so wumm und das Ding löst sich und es kommt ein Feuerwerk und alle freuen sich und hinterher gibt es Sekt, weil es war die passende Methode für das passende Thema. Dann gibt es Möglichkeit zwei, man legt einen Bereich daneben. Dann ist es nett, informativ, danke, ja, schön. Und Möglichkeit 3 ist, man legt zwei Bereiche daneben, dann führt es halt in die Katastrophe. Das kommt jetzt ein bisschen, aber das würde fast einen eigenen Podcast brauchen, durch die Kombination von Typ und Thema, weil du jetzt unterscheiden müsstest, wenn du es genau machst, bei einem Thema im Beziehungsbereich, ob der Beziehungstyp ein Thema im Beziehungsbereich hat oder ob der Handlungstyp ein Thema im Beziehungsbereich hat oder ob der Erkenntnistyp ein Thema im Beziehungsbereich hat. Das wäre jetzt die Vollform der Methode. In der Praxis spielt das zum Glück keine große Rolle, weil egal welcher Typ das ist, er braucht bei einem Thema im Beziehungsbereich immer auch die Methode im Beziehungsbereich. Es sind Nuancen, die sich darin unterscheiden, nicht wirklich sehr schwerwiegend. Und da hat Dietmar Friedmann auch einen Tipp, den gebe ich dir gerne weiter. Und zwar sagt er, wenn du eigentlich alles richtig machst und du hast ein Beziehungsbereichsthema und du machst es mit einer Beziehungsbereichsmethode, es klappt aber irgendwie nicht, dann nimm Anlauf, das heißt, geh in den Bereich zurück und mach in dem Fall zum Beispiel erst SFPT und probier dann nochmal das systemisch-energetisch. Und für den Fall, dass selbst das nicht klappt, dann nimm richtig Anlauf und dann machst du erst NLP und dann machst du SFPT und dann machst du systemisch-energetisch. Wenn man sich an diese einfache Formel hält, klappt das und dann kann auch nichts schief gehen. Und von daher ist ILP so ganz großartig fehlertolerant, außer man bildet das Thema im falschen Bereich ab, wobei falsch in dem Fall kein objektives Falsch ist, sondern einfach ein passt halt einfach nicht. Das wäre dann so, wie wenn du das Volumen eines Raumes mit dem Thermometer messen möchtest. Also, das ist jetzt nicht böse, es ist nur halt einfach dahingehend eine schlechte Idee, dass es halt nicht funktioniert, ein Volumen mit einem Thermometer zu messen. Und genauso ist das mit den drei Methoden. Ich sage dir noch einen Satz zum Ende, weil ich sehe, wir nähern uns der Stunde. Was ich großartig finde an diesen drei Methoden im ILP-Dreieck ist, da muss ich ein Stück ausholen, jetzt nochmal zur Psychografie. Also du weißt, es gibt die drei Typen, Beziehungstyp, Handlungstyp und Erkenntnis, also Beziehungstyp, Erkenntnistyp und Handlungstyp. Und es gibt die Entwicklungslinie, die in diesem Dreieck im Uhrzeigersinn verläuft. Das heißt, vom Beziehungsbereich geht es in den Erkenntnisbereich, vom Erkenntnisbereich geht es in den Handlungsbereich, vom Handlungsbereich geht es in den Beziehungsbereich. Das ist die Entwicklungslinie. Das heißt, jeder Typ, das kommt ja nochmal später beim Stichwort Psychografie, jeder von den drei Typen fängt in irgendeinem Spielfeld an, das heißt in der Psychografie Persönlichkeitsbereich, und tut sich dann hoffentlich entwickeln in seinen Entwicklungsbereich, also in den im Uhrzeigersinn nächsten Bereich. Das heißt, der Beziehungstyp geht in den Erkenntnisbereich, der Erkenntnistyp geht in den Handlungsbereich und der Handlungstyp geht in den Beziehungsbereich. Das ist der sogenannte Entwicklungsbereich. Und im Coaching ist es jetzt so, dass die Leute normalerweise Themen, die in ihrem Persönlichkeitsbereich auftauchen, so gut wie nie ins Coaching bringen, weil, sorry, da sind die Experten drin in diesem Bereich. Das heißt, was da so normalerweise vorkommt, wird mit Bordmitteln zu Hause mal zwischendurch vorm Frühstück erledigt. Das ist kein großes Ding. Das heißt, Leute kommen zu 60, 70, 80% der Fälle ins Coaching mit Themen in ihrem Entwicklungsbereich.
Das heißt, der Beziehungstyp kommt ins Coaching mit Erkenntnisthemen, der Erkenntnistyp kommt ins Coaching mit Handlungsthemen und der Handlungstyp kommt ins Coaching mit Beziehungsbereichsthemen. Und die brauchen jetzt Hilfe. Was habe ich dir ja gerade gesagt? Beziehungsbereich systemisch-energetisch, Erkenntnisbereich NLP, Handlungsbereich SFPT. Und das wirklich Zauberhafte, und da passt das Wort zauberhaft und magisch wirklich, das ist wie im Märchen. Das wirklich Zauberhafte ist jetzt, dass diese drei Methoden arbeiten jeweils mit dem Stil des vorhergehenden Bereichs. Das heißt, der Stil des NLPs ist ein Beziehungsbereichsstil. Der Stil von SFPT ist ein Erkenntnisbereichsstil und der Stil von systemisch-energetisch ist ein Handlungsbereichsstil. Das heißt, das Großartige ist, dass alle drei Veränderungsmethoden vom Stil her, von der Arbeitsweise, von der Art, wie sie vorgehen, im Grunde genau den Bereich pacen, also bestätigen, einladen, würdigen, wertschätzen, aus dem der Mensch kommt, der es vor allem braucht. Ich erkläre dir das kurz. Das heißt, SFPT, die Methode des Handlungsbereichs, wo es darum geht, wir tun was, ist die Methode, wo man sitzt, redet und denkt. Nicht mehr. Das ist schon lustig, ne? Ein Handlungsbereich-Methode und es passiert nichts. Man sitzt, redet und denkt. Der Erkenntnistyp freut sich, weil genau das möchte er machen. NLP, die Methode des Erkenntnisbereichs, also die für die Beziehungstypen, legt unglaublichen Wert auf sinnesspezifische Wahrnehmung in der Gegenwart. Also Wahrnehmung heißt, du lässt die Sachen einfach mal auf dich wirken. Es geht um die Wirklichkeit und nimmst mit deinen Sinnen wahr, was jetzt ist. Das freut den Beziehungstypen. Gegenwart, Wahrnehmung, Sinnesfreude, ist das nicht herrlich? Und das führt mich zur Erkenntnis, wow, ich mache sofort NLP. Und Nummer drei ist dann halt das systemisch-energetische Arbeiten, also Aufstellungsarbeit. Das freut den Handlungstypen, weil du weißt, eine Aufstellung heißt schon so, da stellt man was hin. Menschen oder Püppchen. Und die stehen dann da und dann werden die bewegt. Und dann bekommen die Anweisungen, geh mal von hier nach da. Sag dem mal, bitte blicke freundlich auf mich. Antworte dem mal. Das ist ein Stil, der ist so von Bewegung und Action und klaren Anweisungen bestimmt, dass die Handlungstypen einfach nur strahlen. So kriege ich Emotionen, so kriege ich gute Beziehungen. Oh wow, das ist ja wie im Paradies hier. Also ich finde das so großartig, so, also als ob da wirklich kosmische, göttliche Harmonie durchkommt, dass diese drei Methoden, mit denen man in den drei Bereichen verändert und arbeitet, jeweils die Energie, den Stil des vorhergehenden Bereichs pacen und weitertragen und deswegen so gut für die drei Typen geeignet sind. Jetzt mache ich der Vollständigkeit halber noch eine kurze Andeutung für den Begriff Nummer 103, die Imitation. Ich muss ihn gar nicht erklären, weil ich habe ihn ja vorhin erklärt bei der Identifikation. Imitation heißt natürlich einfach nachmachen und braucht auch eine gewisse Wertschätzung, wenn du sie über die große Mutter machst. Also bei der großen Mutter ist es die Imitation des Lebenswegs. Ich möchte den Weg so gehen wie du. Und beim Krieger wäre es die Imitation von bestimmten Handlungen, dass man Sachen nachmacht. Das ist, wie gesagt, zusammen mit der Identifikation einfach ein Lernbegriff von Frau Birkenwil. Damit haben wir heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Begriffe geschafft. Ich glaube fast, das ist Rekord für diese Podcast-Reihe. Humanismus, Humor, Hypnose, Hypnosystemik, Identifikation, Identität, ILP und Imitation. Das heißt, wenn du möchtest, mache ich in ungefähr 6 Wochen weiter mit dem ABC-Teil Teil 11. Da käme dann Imprint, in die Ressourcenphysiologie führen in einem Satz, Incidental, Induktiv, Deduktiv und so weiter und so fort. Das war's mit dem Podcast Nummer 129 vom Dienstag, den 8. Oktober 2024, das ABC des NLP Teil 10. Und nächste Woche, am 15. Oktober, geht es hier um die Liebe. Dann kommt übrigens Humor, ein Begriff, der heute in der Liste war, und danach kommt die Scham. Ich finde das eine wunderbare Kombination für die nächsten 3 Wochen. Liebe, Humor und Scham. Da möchte man sich fast schon ein Theaterstück ausdenken, wo genau diese drei Begriffe Liebe, Humor und Charme eine ganz große Rolle spielen. Aber das überlasse ich deiner Fantasie und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest in diesem Podcast. Bis dahin, mach's gut und tschüss.